Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich begrüße dich heute von einem nicht so glamourösen Schauplatz. Ich bin bei mir im Lager, hinter mir siehst du meine Seminarstühle aufgereiht und ich finde den Background gar nicht schlecht. Erstens mal kann man Schleichwerbung für Seminare machen und auf der anderen Seite möchte ich heute mal über Atlantis sprechen. Und Atlantis hat jetzt in dem Sinn nichts mit meinem Lager zu tun, aber ich denke, es ist wichtig, da einfach mal darüber zu sprechen. Gerade in Zeiten, wo die Realität so über dich hereinbricht, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass letzten Endes das Wesen, dein Wesen, die Seele, die Wirklichkeit, die Wirkkraft der Bilder besser aufnehmen kann. Und deshalb möchte ich dir heute von Atlantis erzählen. Und mir ist schon bewusst, dass das ein Bild von Platon war, der das beschrieben hat als eine Militärmacht, die sich im Prinzip ganz vereinfacht ausgedrückt an Athen damals die Zähne ausgebissen hat und dann auch vernichtet wurde durch eine Naturkatastrophe. Aber dieses Bild hat sich festgesetzt. Das heißt, ein atlantischer Kontinent, ein atlantisches Zeitalter, das lange vor unseren Hochkulturen, vor den Ägyptern, den Griechen und so weiter existiert hat, hat natürlich unsere Vorstellungskraft angeregt. Und ich möchte dir heute ein paar persönliche Einblicke aus dem Atlantis geben, aus einer Möglichkeit für Atlantis geben. Und das ist keine Wahrheit, die ich sage, es ist vielleicht meine innere Wirklichkeit. Und ich habe diese atlantische Energie, man wird natürlich immer damit konfrontiert, wenn man auf der energetischen Ebene arbeitet, wirst du irgendwann einmal mit diesem Mythos, mit diesem Zeitalter konfrontiert. Und ich möchte dir da jetzt meine Ideen dazu einfach mal mitteilen. Grundsätzlich stell dir eine Hochkultur vor, eine technologische Hochkultur, die auf dem Höchststand der Informationsvermittlung ist, die von einer Kultur, die sich extrem auf Landwirtschaft und extrem naturverbunden, von einer extremen Naturverbundenheit hin eben zu einer hochtechnologisierten Gesellschaft raufentwickelt hat. So kannst du dir Atlantis vorstellen. Ob die jetzt geflogen sind oder nicht, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, okay, in dieser Hochkultur gab es natürlich auch Waffentechnologien und weitere Technologien, die letzten Endes nur dazu geführt haben, dass man sich immer mehr von den Wurzeln abgetrennt hat und sich immer weiter, also entfernt hat von dem, was einen nährt, immer mehr zur technologischen Seite, heute würde man wahrscheinlich sagen zur wissenschaftlichen Seite hin. Das heißt, das alte Wissen, die Wahrheit, die ewige Wahrheit, die Weisheit wurde immer mehr in den Hintergrund gedrängt, weil das Außen immer lauter wurde. Eine Hochtechnologie quasi immer weiter den Geist der Menschen ersetzt hat, die Inspiration der Menschen ersetzt hat. Es war nur mehr die Frage, was kann ich erreichen? Dadurch auch ein gewisses, natürlich egoistisches Streben hat da seinen Anfang genommen. Und der Untergang von Atlantis war dann so eine Kipperfahrung. Das war keine plötzliche Erfahrung, sondern das war ein langsam aus der Kurve fliegen. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie ein Auto, das zu schnell in eine Kurve reinfährt, wo man noch immer korrigieren könnte, ein bisschen runterbremsen könnte, aber irgendwann ist es zu spät und das Auto kommt in Schlingern und fliegt aus der Kurve raus. Und so ungefähr kann man sich diese atlantische Energie vorstellen. Das heißt, das war nicht eine große Katastrophe, sondern das war ein langsames Aus-der-Kurve-Fliegen. Und dieses Aus-der-Kurve-Fliegen war verbunden mit einem inneren Absterben. Die Leute haben ihre inneren Bilder, ihre innere Lebendigkeit, ihre innere Vision immer mehr aus den Augen verloren, haben sich nur mehr auf das Außen verlassen. Und daran sind sie dann zugrunde gegangen. Und wenn ich diese Geschichte jetzt erzähle, möchte ich diesen Vergleich ziehen mit unserer heutigen Zeit, mit unserer Hochtechnologie, mit unserer Wissenschaftsgläubigkeit, wo jegliche
innere Wirklichkeit ersetzt wird durch messbare, wiederholbare Experimente. Und das finde ich schade, weil ich glaube, dass da der wichtigste Teil, der uns ausmacht, nämlich dieses Licht, dieses Innere, dieses unbegreifbare Geheimnis, dass das immer mehr erlischt. Und was bleibt dann noch übrig, außer der Untergang? Der Untergang, ich rede jetzt gar nicht von Naturkatastrophen, sondern der persönliche Untergang, die persönliche Verzweiflung, das persönliche Ausbrennen eines jeden Individuums. Und wenn wir nach außen schauen, wenn du nach außen schaust, wie die Welt sich gerade aufführt, wie laut da immer krakeelt wird, ohne Inspiration, ohne Einsicht, ohne ein Gespür, so kommt es mir zumindest vor, dann sind unsere Zeiten sehr ähnlich. Ich rede jetzt nicht von einer globalen Katastrophe. Ich möchte auch jetzt keine Warnung aussprechen. Ich wollte dir nur aus meinem Blickwinkel mal so diese atlantische Erfahrung ein bisschen näher bringen. Und wenn du möchtest, lade ich dich mal dazu ein, ein weiteres Bild aus dieser Zeit aufzunehmen. Denn das, was dieses Zeitalter ausgezeichnet hat, ja, dieses mystische Zeitalter, war eben dieser Kontakt zur Erde. Und ein Kontakt zur Erde wird dann möglich, wenn wir uns nicht permanent auf die Schultern von unseren Vorgängern von größeren stellen und sagen, und da setze ich noch ein Häubchen drauf und da setze ich noch ein Häubchen drauf, dieser Fortschritt, sondern indem ich zurückgehe und einmal sage, was war vor mir da, und da einmal einhalte, innehalte und achtsam werde. Und als Beispiel für Atlantis möchte ich da Kristalle erwähnen, Steine erwähnen, jeder Stein. Viele Bäume sind so viel älter, als du es bist. Und die haben dir etwas zu erzählen. Und denen gegenüber kannst du respektvoll sein. Viele Tierwesen sind wahrscheinlich viel, viel länger schon hier auf der Erde, nicht vom Alter her, sondern von der Rasse her. Und auch denen kann man zuhören. Wenn man sich kleiner macht, wenn man mal zuhört, dann bekommt man auch wieder Demut. Und Demut ist sicher ein Begriff, der meines Erachtens nach in dieser atlantischen Periode verloren gegangen ist. Deshalb lade ich dich dazu ein, ruhig zu werden und wieder zuzuhören. Und hör den Alten zu. Hör den alten Volk zu, wie es oft mal genannt wird, den Naturwesen, den Naturgeistern als Bild. Werde ruhig und lausche. Und lass dich nicht vom Außen ablenken. Komm nicht in die Versuchung, in irgendeine Falle reinzutappen und dich aus deiner Mitte bringen zu lassen. Naja, und vielleicht schließt du dann irgendwo auch Kontakt zu den Anteilen, den Erinnerungen, die weiter als unsere Zeit reichen, die unendlich sind. Und das wünsche ich dir heute. Ja. Wenn dir dieses Video gefällt, dann teile es. Lass mir einen Daumen hoch, da würde mich freuen. Abonniere meinen Kanal, das bringt mich weiter. Und die Sesseln sind demnächst wieder im Einsatz. Also ich werde jetzt, das Kursprogramm wird gerade ausgearbeitet. Das heißt, das wird dann online auf meiner Homepage sein und da sind ganz viele Kurse dabei, die sich auch genau auf diese Zeit beziehen, die auch live bei mir in Linz stattfinden. Und falls du mal Interesse an so einem Online-Seminar oder einem Online-Coaching hast oder einem Online-Termin hast, dann lass es mich wissen, das ist natürlich auch möglich. Gut, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib bei dir, dein Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz. Tschüss, bis nächstes Mal.